Servus, ihr zauberhaften Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren schönen, ja, verschrotthaften Folge von A Ship Graveyard Simulator 2. Und wir sind weiter dran, hier alles auseinander zu pflücken. Und ich überlege gerade, wo ich denn hier noch pflücken kann. Hier kann ich noch ein bisschen pflücken. Komm her. Komm doch her in meine Tasche. Geh runter. So. Da werden wir uns jetzt gleich genüsslich um das nächste Teil kümmern. Was haben wir denn hier alles noch zu tun? Sag mal, viel. Da kloppen wir einfach wild drauf los. Oh, Gas. Das war das Gasding, was ich aus Versehen zerstört hatte vorhin. Oder besser gesagt vorgestern in der Folge. Fall um. Oh, oh. Oh, oh. Ja, ich bin ja nicht rangekommen. Egal, das ist eh nur so ein Testschiff. Verdammt. So schafft man es natürlich auch. Verdammt, ich komme. Dann gehe ich eben hier rum. Naja, ist jetzt nicht so wild, Leute. Ja, nicht böse sein, ne? Das ist alles nur zum Spaß. So. Habe ich denn schon einen Auftrag? Ne, wahrscheinlich versage ich völlig. Vielleicht machen wir das Schiff dann einfach nochmal, wenn wir es fertig haben, ne? Dann wissen wir ja, auf was wir achten sollen. So. Na, das geht doch schon viel besser von der Hand, wenn der LKW da hinten steht, ne? So. Oh Gott, Leute. Oh Mann. Es tut mir leid. Ach. Ja, manchmal hat man so Dach, ne? Da ist alles komisch. Komm, wir flexen das hier noch durch schnell. So. Den da drüben auch noch. Oh. Im Köpfchen ab Gabel hängen geblieben hier. Verdammt. So. Den Wumms durch. Das geht doch hier aber. Zack und zack. Naja, da ist ein bisschen mehr gefallen, als eigentlich sollte. Diesem Schiff hier, naja. Aber die Palette wurde natürlich leider auch zerstört. Ach verdammt, nee, wir machen das auf jeden Fall nochmal, das Schiff. Wir sehen es als Testlauf an. Da. Würde ich sagen. Da sind wir doch völlig schmerzbefreit. Da. Und dann machen wir es halt richtig, weißt du? Wie sich das gehört. Stück für Stück. Aber ich sag mal, wir können die Materialien sowieso gut gebrauchen. Und daher alles super. Da. Mag zu viel. Tschüss. In meine Tasche. Vielleicht können wir ja doch noch ein bisschen was verkaufen hier. Also bevor ich es verschrotte, wird auf jeden Fall irgendwas verkauft. Nicht, dass ich wieder denselben blöden Fehler mache. Das war echt, das war wirklich, da denkst du aber echt nicht dran, dass das alles verschrottet wird, was auf dem LKW ist. Denkst du ja, na gut, das hast du schon rausgeholt. Denkt man sich. Fängst du hier ab? Oh, ey. Ja, und dann hast du natürlich Pech gehabt. Naja. Nicht so schlimm. Wir nennen es einfach kontrolliertes Chaos. Doch schon los hier, oder? Aber jetzt. Lalala. Aber es geht ja wirklich schnell. Es geht wirklich schnell. Siehst du mal? Ich säge den Ast ab, auf dem ich stehe. Oh. Kommt her. Oh. Das hängt auch noch fest, siehst du mal. Ach, das ist ein Haufen Schrott. So ein Haufen Schrott. Mal hier auf die 1. Können wir doch ein bisschen schneller sammeln, oder? Zack.
Aber kommt nicht viel Material raus aus dem Schiffchen, ne? Jetzt erst 5 Tonnen da auf dem Schiff? Auf dem LKW? Ist jetzt nicht wirklich dolle? Da sind wir andere Dinger gewohnt. Zack. So. Schön ordentlich, ja? So muss das sein. Da ist noch eine Geldkoffer gewesen. Die Zollbeamten wahrscheinlich zu bestechen. Was haben wir denn hier noch? Das gehört nicht so dazu. Warte mal, kann man jetzt hier nicht schon was wegholen? Klar, hier, komm. Legen wir weiter los hier. Ja. Zack. Wäre doch gelacht. Aber die Radioaktivität haben wir deswegen trotzdem nicht abgeschaltet, ne? Obwohl wir hier alles zerstört haben. Verdammt. Kriegst du ja wirklich rum im letzten Loch hier. Es ist ja nichts verloren, ne? Oh. Sagte er und bekam auf die Mütze. Hoppa. Weißt du was? Mach doch nicht sowas mit mir. Da haben wir noch was zum Orgeln. Da kommen wir sogar ran. Wahnsinn. Hoppala. Hoppala. Komm, da oben will ich auch noch rankommen, ja. Denn ich springe hier. So. Oh. Da fällt mir alles auf den Schädel hier. Ja, das bringt ja auch ein bisschen Metall. Alles gut. Die Lampe haben sie wirklich ein bisschen zu smart gemacht, hä? Ich trage zu viel, jawohl. Da können wir das doch hier gleich mal runterhauen. Damit der hier nichts zu meckern hat. In manchen Bereichen viel zu dunkel, das allgemeine Licht. Und in manchen Bereichen mit Lampe kriegst du direkt eine Netzhautentzündung. Bitte fixen, bitte fixen. Warte mal, da können wir doch den ein bisschen näher ranfahren. Da haben wir es zur Schande nicht so weit. Oh, zack. Wie ist der schön geparkt? Ist alles gut? Ja, damit nehme ich direkt mit. So, warte mal. Da hinten haben wir noch was. Mich da ran mit meinem geilen Hammer. Boah. Schawibbel. So. Jetzt komm. Sei nicht so. Haben sie sich mal nicht so. Das ist wieder mal nacktes Chaos bei mir. Da wird vermutlich dann alles von oben nach unten knallen. Aber ich werde vorher mal so reingehen. Nach oben. Oh. Was passiert denn, wenn ich hier so verstrahlt werde? Wahrscheinlich nicht gesund, ne? Nischt. Ja, dann. Dann ist da alles gut. Alles nur Makulatur. Das Ding können wir auch voll machen irgendwann, wenn wir Bock haben. Aber lasst uns erstmal hier froh und munter sein. Zack. Das fällt doch bestimmt gleich ab. Kommt da, ja, was ist jetzt mit dir? Ich sag gerade noch, ich will nach oben gucken gehen und dann kommt es mir schon entgegen. Ne? Hallo?
ab. Komm, wir machen das schnell durch hier. Dich da drüben auch schon mal vorsorglich. Da haben wir schon mal ein bisschen Wumms weniger. So, jetzt gehen wir nochmal hoch. Irgendwie vielleicht von der anderen Seite? Ja, von hier. Hopp, hopp, hopp. Okay, da ist nicht mehr viel übrig. Ohohoho. Oh, danke. Dankeschön, dankeschön. Ausguck hier. Hey. Nehmen wir es direkt mit. Ich trage zu viel. Na? Also, geht doch. Was haben wir denn hier für lustige Teile? Die muss man auch wegflexen. Aha. Das ist jetzt schon lösbar? Jo. Eine Leiter. Ich habe die ja schon immer gesucht. Ich wollte schon immer so eine Leiter haben. Hallo. Falsches Werkzeug. Das geht so gut. Ja, damit. Ein Geschütz nur für mich alleine. Nimm mit. Danke, jetzt komme ich auch an meinen LKW ran. Wo hängst du noch fest? Okay. Hier irgendwo? Ah ja. Da, ja, ja. Da hat sie, hey. Okay. Der Kran ist beschäftigt. Da kann ja ich nichts für. Das ist so cool mit dieser Flex hier. In Sekunden bist du hier durch die Welt durchgeflext. Das ist der Hammer. Finde ich großartig. Gerade irgendwie finde ich es großartig. So, hat er noch ein Ding? Mitnehmen. Mehr kann er wahrscheinlich nicht. Ist auch schon wieder überladen. Kriegt man das hier weggeknallt? Jo. Immerhin. So. Bin so verstrahlt, Leute. Da brauche ich abends im Büro nicht immer ein bisschen Lampe anmachen oder so. Das ist schon... Komm, nimm mit. Und tschüss. Und du? Was war das denn jetzt? Boah. Da wächst mir ja ein drittes Ei. Und wir sind einmal da. Ihr seht, ich bin wieder völlig koordiniert heute. Also ich weiß wirklich, was ich machen will. Boah, mir wird schon schlecht hier. Da fallen schon die Haare aus. Merkt es doch. Ja. So, Kranmann, hast du noch zu tun oder nicht? Komm. Das Ding. Da läuft doch bei uns. Läuft doch wie die Hölle. Unser Bettchen. Anzünden. Da, 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 da. Unten ist der Atommüll. Oh. Kommst du nochmal oder warst du schon? Nee, du hast ja die Klappe auch noch. Ja, ja, ja. Junge, mache mal eine, ey. Und dieses Ding hier? Ah, ich hab's gewusst. Irgend sowas habe ich doch geahnt. Nanu? Ja, dann machen wir es halt so. So, haben wir da unten?
war denn nichts mehr, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Ihr wusst wie. Hallo? Komm, dann klappen wir mal eben das Zeug weg hier. Dann nehmen wir gleich den nächsten Schwung weg von oben. Ey, das geht von der Hand hier. Das ist ja herrlich. Das sind wahrscheinlich doch meine Dreckfüße, oder? Ah. Kloppi Karotti. Da braucht es ja nicht mehr viel Überzeugungsarbeit hier. Es geht gut. Ja, damit. Du kommst schon, ja? Danke. Gib gleich den Weg zu Nieten frei hier. Alles gut aus. Jo. Wo? Bis in den Keller. Ich frag zu viel, ist klar. Hey, hey, hey. Es ist ja brutal. Kupfer? Auch hier einer Kupfer von euch? Nö, Gold und Säure. Ja, ich glaube, die Aufträge, die können wir uns geschminkt, abschminken. Nicht geschminkt. Geschminkt abpfeifen. Ach, das ist natürlich doof. Ja. Zack. So, wie schaut es denn hier aus? Da oben, das brauchen wir doch auch noch. Ja, damit. Kriegen wir denn schon das nächste weg hier, oder? Nee, das ist noch... Oh je. Das ist noch ein bisschen weit entfernt. Okay. E, um zu heben. Jawohl. Machen wir. Babu, babu. Oki doki. Ja, damit. Ei, ei. Hallo? Okay, da steht noch ein bisschen. Okay, okay, okay. Ja, damit. Hier müssten wir dann, glaube ich, kurz warten. Drücke, ich drücke. So, wollen wir mal versuchen, die Palette nicht zu zerstören? Ah. Ne, wir werden uns vorsichtig von oben rantasten. Oh, die Lampe. Lieber Entwickler, die Lampe ist zu hell. Viel zu hell. Bitte auf die Agenda setzen. Ja. Ja. Ja, wir gehen mal vorsichtig von oben jetzt weiter. Also ganz sachte. Ohohoho. Kleiner Reaktor, du. Komm her damit. So. Luppi. Aus wie Holz, ne? Ist doch aber gar kein Holz, oder? Nee. So, weiter geht's. Das hätte ich mir echt bei dem großen Schiff so gewünscht, dass das so von der Hand geht hier. So. Schön durchprügeln hier, Jungs. Das sollte doch alles funktionieren. Da hier gemütlich drauf kloppen. Habe ich schon wieder die Lampe an? Nee. Boah, das ist hell. Ja, das Licht hat er auch gefixt, hat er geschrieben. Das ist ganz schön. Naja. So, dann schauen wir uns die Sache mal an hier. Okay.
Hinten. Mitten im Atommülllager gelandet. Oh, was ist denn hier los? Komm hier nicht durch, ich bin zu dick. Okay. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Problem. Aber hallo? Ich hänge irgendwo fest. Also hier hinten ist jedenfalls schlecht. Denkbar ungünstig. Komm, fall mal um hier. Ich muss mal hier durch. Na? Wo kein Weg ist, muss ich mir halt einen machen. Aber ich sehe nichts. Eieieiei. Völlig verstrahlt, der Typ. Hä? Der Schrank ist im Weg hier, ne? F-U-C-K. Das ist doch schon... Was ist denn das hier? Kommen wir nicht durch, ne? Oh. Daran? Jetzt. Ja. Hallo? Boah. Alter Schwede. Mensch. Mensch, Hermann. Hier ist was los. Den will ich haben. Noch mal ganz kurz aufräumen hier. Was hinterlässt da bleibende Schäden? Hundertprozentig. Na, willst du nicht? Ja, damit. Sprengstoff zum Zerstören der Tür. Ja, nee, ist klar, ne? Auch mal nicht. Wir machen das alles wie früher, ohne Sprengstoff. Warte mal. Genau, den nehmen wir noch mit. Hier vorsichtig mal die Wand abbauen. Zack, zack. Wupp. Na, ist doch herrlich. Summ, summ und Bienchen, summ herum. So gehört sich das. Sprengstoff. Ich will mir irgendwie aggressiv Sprengstoff verkaufen in dem Spiel. Will der mir was sagen? Ah. Hier gibt's die feinen Sachen. Zack. Oh, ein kleiner Ventilator, ein Tischchen. Eine Leuchtpistole ist bestimmt ein Sammelgegenstand, oder? Ja. Ein Minenräumboot ist ein kleines Kriegsschiff, das Seeminen entfernen oder zur Explosion bringen kann. Mit Hilfe verschiedener Mechanismen bei der Bedrohung durch Seeminen entgegenwirken sollen, halten Minenräumboote die Wasserstraßen für den sicheren Schiffsverkehr frei. Ah ja, siehst du mal. Schau mal einer an. Haben wir wieder was gelernt. Hopp. Das muss ich mal wegmachen hier. Das nützt ja alles nichts. Da haben wir also ein Minenräumboot zerpflückt. Und tschüss. Oder nicht? Ach, es hängt wieder da oben fest. Jetzt. Schüttel du. Dann gehen wir nochmal hier rüber kurz. Das sieht gut aus. Ich nehme mal auch noch weg. Da unten kommen wir so ran. Alles klar, wunderbar. Bam, 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 bam. Ja, sehr gut.
Ein bisschen Flexi hier, ein bisschen Flexi da. Sehr cool. So. Und du willst nicht, oder was ist mit dir? Achso. Du warst quasi schon weg, hast nur nichts gesagt. So, du kleine Öse mit Getöse, kommst du in meine Tasche? So. Oh, wir haben einen Auftrag. Ich flitze, ich brauche die Kohle. Da steht gar kein Name. Anspruch. Wir haben zwei. Ah, zwei schon. Ah. Haben will. Danke. Und Pelikan haben wir auch. Zack. Für dich fehlt noch ein bisschen was, ne? Malikali. Ah ja. Man kann ja nicht alles haben. Wo hat er denn die Pistole hingemacht? Da. Ah. Wunderbar. So, das sieht doch schon gut aus. Können wir hier schon was wegräumen? Nee, noch nicht. Noch nicht, Jungs, noch nicht. Und Mädels. Habe ich auch Mädels, die das Spiel schauen? Schreibt es mal in die Kommentare. Weil das ist ja eher so ein Kerle-Ding, oder? Was sagt ihr dazu? Oder kennt ihr Mädels, die das spielen? Ich trage zu viel, natürlich. So. Die Palette lasse ich mir diesmal nicht entgehen. Ich verspreche es euch, Leute. So. Schlipp, schlapp, schlupp. Da hauen wir hier noch ein bisschen rum. Hier haben wir schon genug gehauen. Und dann sägen wir das noch durch hier. Ja. Den Rest kriegt man doch auch noch irgendwie durch. Oh, jetzt muss ich den Bauch ein bisschen einziehen. Falsches Werkzeug. Ja, ja, ich brauche so Speckweggürtel wahrscheinlich. Da hinten ist noch irgendwas am Dampfen. Das ist ja eine miese Geschichte hier. So, hauen wir mal noch nicht drauf. Leute, wenn ihr Lust habt, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Mal gucken, wie weit wir kommen. Dann sehen wir uns wieder. Abo und Like nicht vergessen, das würde mich freuen. Und ich sage Tschüss. Tschüss.